Und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Märchen-Challenge mit unserem kleinen Dornröschen. Wir sind jetzt bereits in Folge 3. Unser Konstantin ist wach und ihr habt ihn gerade gesehen, denn sein Bart ist wieder gewachsen und er muss sich gleich erstmal rasieren. Wenn der das gemacht hat, werde ich schauen, dass ich das wegnehme, dass der da nicht... Am frühen Morgen trinken wir nicht. Also wie gesagt, da gucke ich dann gleich mal, dass ich diesen Bartwuchs ausschalte, sonst sind wir nur am Rasieren. Die Mädels schlafen noch. Ja, und dann werden wir mal schauen, was uns die Folge bringt. Einige Einstellungen muss ich noch anders machen. Jetzt ist denn sein ganzer Bart weg, oder? Tatsächlich, jetzt sieht er aus wie ein Milchreispuppi. Schauen wir mal, wenn der wieder ein Stück gewachsen ist, wie es eigentlich gehört. Ich hätte auf bevorzugte Länge machen müssen, aber gut. Jetzt geht er schon wieder trinken. Ich glaube, ich spinne. So, wie geht's denn unserer kleinen Maus? Oje, die stinkt. In der Nacht mussten wir einmal wach werden und sie noch füttern. Sie hat Meilenstein Gorren freigeschaltet. Margret hat Level 5 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Liebt die Wegzeit, das war da, wo sie wach geworden ist, mitten in der Nacht, wie gesagt. Und die zwei haben gestern noch einen, also in der Nacht noch ein Gefühl erhalten. Ja, das mache ich mal weg. So, die Maus, der geht's aber eigentlich gut. Also wieso die so dolle stinkt, die muss auf jeden Fall Windeln gewechselt bekommen. Aber ich glaube, ich stecke die trotzdem in die Wanne. Margret ist auch aufgewacht. Sie sitzt hier und isst Nudeln zum Frühstück. Na super. Und wenn wir gleich bei unserer Margret sind, schauen wir mal hier in ihren Meilenstein rein. Die kann man doch irgendwie ändern. Das machen wir jetzt mal. Denn Tierfreundin passt nicht mehr. Sie muss sich ja um das Kind die ganze Zeit kümmern und ja, eigentlich eine perfekte Mama sein. Und dann würde ich sagen, wir ändern das zu Supermutter um. Das kann man frei wählen, wie man möchte, und ich nehme das. Und wir müssen jetzt 5-mal Maß regeln, ob unsere kleine Maus überhaupt das benötigt, werden wir sehen. So, du kannst mal aufräumen, Konstantin. Unsere kleine Maus ist wach und damit ist Margret schon wieder im Einsatz. Genau, wir baden mal die kleine Maus. Rosalinda im Schaumbad baden. Geh raus, Konstantin, oder willst du zugucken, wie wir die kleine Maus baden? Ja, jetzt werden natürlich viele, viele Sachen, die die kleine Maus machen muss, immer wieder dieselben sein. Aber ich werde schauen, dass ich das soweit dann rausschneide und zusammenfasse, dass es nicht zu langweilig wird. Ich hoffe, es gelingt mir. Und ist das Wasser passend? Mit den Ärmel reingetütscht. Na super. Und Konstantin schaut hier zu, die kleine Maus gebadet wird. Konstantin, wie geht's denn dir eigentlich? Ach, du musst auf Toilette. Okay, dann geh mal. Ja, ansonsten geht's ihm eigentlich gut. Groß müssen wir uns um ihn nicht kümmern, weil er hat alles abgeschlossen und er muss heute nicht auf die Arbeit. Das heißt, er ist den ganzen Tag zu Hause. Dann können wir ihn auch machen lassen, was er möchte. Er möchte ein herausragender Maler werden. Das ist natürlich auch ein Problem, denn die Staffelei mussten wir ja wegnehmen. Kümmer du dich mal um dich. Meilenstein, erstes Schaumbad freigeschaltet. Süß. So, genau, dann schaff die mal hier hin. Pitschnass, schmutzige Umgebung, die Arme. So, aber ansonsten geht's ihr gut, dann kümmere dich gleich mal drum. Spiele mal mit der kleinen Maus. Rede mal mit ihr. Und dann verbringt ihr beide mal Bauchzeit. Süß, wie andächtig sie zuhört. So, jetzt verbringen sie Bauchzeit zusammen. Da drehen wir uns mal rum, dass wir die kleine Maus sehen können. So, jetzt sehen wir sie, aber sie weint. Naja, hoffentlich hat sie es bald geschafft. Jetzt geht's doch, oder? Kommst du hoch, Mäuschen? Oje, oje. So, Margret muss jetzt dann auf Toilette und selber baden. Da kann sich dann die kleine Maus selber beschäftigen, beziehungsweise sie braucht Hilfe. Sie fühlt sich allein gelassen, hallo? Und Essenszeit. Meilensteinkopf heben freigeschaltet, wie schön. Sie ist gar nicht schlimm. So, aber sie muss auf jeden Fall, hat sie Hunger? Ja, genau. Fütter sie mal schnell mit der Flasche, dass die kleine Maus was zu trinken kriegt. Klicke, um automatisch zu lösen.
Bademindel benutzen, okay. Dann können wir die nämlich gleich noch wickeln und dann kann sie schlafen. So, gegessen haben sie fertig. Ich hoffe, sie wickelt sie jetzt noch. Jawohl. Oh je, schon wieder hat sie sie bepieselt. Macht das doch nicht immer. Aber sie hat immer noch nicht... Nee, sie selber muss das. Ich habe es falsch gemacht. Ja. Aber ihr geht's jetzt richtig gut. So, dann leg sie mal ins Bett. Genau, macht sie schon von sich aus sehr gut. Ach, siehste, Quentin, ich wollte dir doch hier noch eine Spieluhr dran bauen. Gib mal einen guten Nachtkuss. Noch schnell und dann, genau, geh ganz, ganz fix aufs Klo. Und dann kannst du auch noch auf in die Dusche gehen. So, Konstantin räumt auf, das ist sehr gut. Machst du auch die Windel eigentlich weg? Wahrscheinlich nicht, oder? Dann wirf das mal bitte weg. So, und schläft unsere kleine Maus jetzt? Jawohl. Und Margret ist auch fertig, muss jetzt noch duschen gehen, das macht sie auch schnell. Ja, perfekt. Konstantin ist richtig inspiriert. Klasse. Sie singt unter der Dusche. So, bist du sauber? Ach, das ist übrigens eins ihrer zweiten Outfits, die ich ihr gegeben habe. Was machst du da? Bis zur Perfektion polieren, das ist ein gutes Stichwort, denn hier muss auch noch geputzt werden. Ah, sie will den Kamin oben anmachen. Nee, warte mal, das braucht man nicht jetzt. Da oben ist keiner. So, und die zwei wollen wieder miteinander interagieren. Ja, die haben eine grüne Leiste nicht so doll und die Liebesleiste ist hoch. Da sollen sie sich schon ein bisschen zusammentun noch. Führe mal eine tiefgründige Unterhaltung. Und du kannst mal über Farbtheorien reden. Und er möchte schon wieder was trinken. Beziehungsweise Getränke mixen möchte. Aber sie gehen gemeinsam hoch. Naja gut, dann gucken wir mal hoch, was ihr da oben machen wollt. Also, sie möchte doch den Kamin anzünden und er möchte ein Getränk mixen. Das war's dann schon. Sie möchte alle Kamine in dem ganzen Haus anzünden, in dem ganzen Schloss. Unten ist noch eine, oder? Ja, hier. Mach mal warm, genau. Was ist denn hier draußen los? Da ist gar keine. Ich habe die ganzen Dinger gesehen. So, Margret ist wieder hoch zu ihrem Konstantin gegangen und die trinken jetzt gemeinsam ein, beziehungsweise sie singt ihm wieder etwas vor. Ja, vielleicht wäre noch zu erwähnen, dass ich die Alterung auf normal gestellt habe und Butler und sowas ist natürlich nicht erlaubt, weil das würde dann zu einfach werden. Ständchen bringt sie ihm. Und er ist hin und weg. Habe ich gut gemacht, oder? Ja. Und kriegt so ein Küsschen. Ach, wie süß. Ihr seid zwei Schnuckelchen, ihr zwei. Und sie singt schon wieder. Gott, dir müssen doch schon die Ohren flackern. Es ist jetzt aber bereits 18.38 Uhr und unsere kleine Maus macht den Tag zur Nacht. Das wollen wir natürlich nicht. Steh mal auf, kleine Maus. Wer mal wach? Genau. Komm, wir verbringen noch ein bisschen Bauchzeit miteinander. Oh, sie möchte sie gleich füttern. Okay, gut, dann fütter sie und dann verbringt er noch ein bisschen Bauchzeit miteinander. Die zwei, ein Herz und eine Seele. Jo, und schon wieder gespuckt. Oje, oje. So, dann tu sie mal hier absetzen und verbringt mal zusammen noch mal Bauchzeit. Oh, sie schaltet irgendwas frei. Was war das? Lachen freigeschaltet. Ach, schön. Ich muss das Ding mal rumdrehen. So, dann verbringt mal bitte Bauchzeit miteinander. Greifen hat sie auch freigeschaltet. Wow, das geht ja richtig, richtig zügig voran. Sie hat es wieder ausgelockt. Hallo, wir wollen... Nein, wir wollen zusammen Bauchzeit verbringen. Jetzt wird nicht gegessen. Genau, jetzt macht sie es. Oh, sie schaut sich schon an. Ach, wie schön. Konstantin hat einen Lebensstil gewonnen und zwar dynamisch. Meilenstein auf den Rückenrollen freigeschaltet. Super. Wie geht's denn der Maus? Die ist schon wieder müde. Dann werde ich sagen, bring doch die kleine... Nee, das jetzt, Konstantin, du bist gerade da. Konstantin, tu mal hier verbessern und Vögelchen hinzufügen. Und du kannst die kleine Maus derweil mal hochnehmen.
Oder spiel mal mit ihr noch. Eingeschlafen, naja, gut. Ja, wieder wach gemacht. Okay, dann spielen die noch ein bisschen zusammen. Ist auch nicht schlecht. Und wenn das Bettchen fertig ist, geht sie ins Bettchen. Und dann kann die Mama auch was essen, genau. Gefühl erhalten. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit und hoffe, dass es dir genauso geht mit ihrer Tochter. Das ist doch schön. Ja, kleine Maus, es ist gleich soweit. Du kannst gleich in dein Bettchen. Mama ist jetzt was essen gegangen und Papa macht dir dein Bettchen fertig und legt dich dann hin. Jawohl, fertiggestellt. So, Konstantin, kannst du dein Töchterlein ins Bettchen bringen? Papa kann das auch mal machen, ne? So, jetzt rein mit dir, du kleine Maus. So, dann erzähl dir mal noch eine gute Nachtgeschichte und dann können wir hier noch ein Schlaflied singen lassen, und zwar Schlaf, Kindlein, schlaf. Oder Schlaf, mein Baby, schlaf ein. Oh je, gefällt dir nicht die Geschichte, oder? Dabei gibt sich der Papa so viel Mühe. Du bist schon müde, oder, kleine Maus? Ah ja, jetzt schläft sie ein. Genau, dann schlaf mal schön, süße Maus. So, Marke träumt ja noch die Flasche weg und es ist schon wieder mitten in der Nacht. Ja, dann geht die Familie auch schlafen und wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Unsere kleine Maus ist wach und freut sich des Lebens und guckt ihre Puppenkiste an und schaut, was das ist. Wie geht's dir denn? Oh je, sie hat dolle Hunger. Margret, dann steh mal auf und stille mal die kleine Maus. Geht gleich frühmorgens in volle Action herein. Du hast ein Kind, mehr gibt's nicht. So, sie stillt die Kleine. Ihr geht's prächtig, sonnige Aussichten und wach und glücklich. Na, das klingt doch gut. Und sie muss pieseln. Aufs Töpfchen können wir es aber noch nicht setzen, geht nicht. Gut, aber dann würde ich sagen, dann machen wir noch mal ein. Ach, ich wollte das Ding umdrehen. Machen wir andersrum hier. So, ich habe das Ding jetzt so rumgedreht. Oh, erster Windelplatz. Na super, das habe ich mir fast gedacht. Dann wechsle erstmal die Windeln. Oh je, die stinken gemeinsam. Ja, dann soll sie dann auch erstmal duschen gehen. Schon wieder gepieselt. Das macht dir Spaß, oder? Die Mama anzupieseln. So, dann leg sie mal hier hin und geh dann mal selber schnell duschen. So, und du kleine Maus. Ach, musst du auch gebadet werden? Aber sie soll trotzdem die Spielsachen ansehen und spielen und dann kann die Mama sie nochmal baden. Konstantin ist auch wach und schaut nach der kleinen Maus. Das ist auch schön und freut sich und erzählt ihr, dass sie jetzt boxen geht. Na toll. So, aber dann bade mal die Rosalinda. Margret, komm, bleib da nicht stehen. Jetzt hat sie es wieder ausgelockt. Hey, Rosalinda, sollst du baden, nicht essen? Jetzt kommt sie, na, ein Glück. Ha, die Mama. Aber die kümmert sich schon super um die kleine Maus. So, und hab rein in die Wanne. Oh je, die ist wirklich ganz dreckig gewesen. So, während die baden, gucken wir mal kurz in den Kalender. Wir haben heute Dienstag. Wir haben morgen noch. Und dann ist der Geburtstag. Da wird sie schon zum Toddler. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber kleine Rosalinda, da müssen wir noch viel lernen. Jawohl, komm raus und wir gehen gleich wieder lernen. So, sie setzt sie wieder ab und dann, sie hat zwar Hunger, aber wir verbringen trotzdem mit der kleinen Maus noch Bauchzeit. Warum weinst du jetzt? Was passt denn dir nicht? Sie will schon wieder in die Haja gehen? Einmal Bauchzeit und dann kannst du schlafen und kann die Mama was essen. Komm, einmal. So, okay, fertig. Dann bring sie mal ins Bett. Ja, die ist wirklich ganz schön müde. Darfst ins Bettchen, kleine Maus. Und wir machen dir auch das Ding an. So, dann schlaf mal schön. Mama geht jetzt essen. Und wenn sie dann gegessen hat, kann sie mal aufräumen. Unser Konstantin muss gleich auf Arbeit. Ich glaube, der ist unten und trainiert, oder? Ja, dem geht's blendend. Aber der hat auch Hunger. Na gut, aber der kann sich um sich selber kümmern. Der muss heute auch auf Arbeit gehen. Mal sehen, da wird er bestimmt befördert. Hoffe ich jedenfalls. Das können wir mal in den Kühlschrank nochmal stellen. Und das räumst du jetzt noch auf. Genau. So, sie hat Lust auf draußen. Sie ist hier bei ihrer Tochter. Und Konstantin hat gerade die Meldung bekommen, dass er auf Arbeit muss. Wie sieht denn das bei dir aus? Nee, wecke sie mal auf. Und dann fütter sie mal, sonst schläft sie zu lange. Die kann in der Nacht schlafen, die kleine Maus. Oh, sie kriegt wieder irgendwas. Auf den Bauch rollen. Juhu. Sehr gut.
Sie haben gar nichts gemacht und jetzt geht's. Okay, aber füttere sie mal, stille sie mal. Jetzt kann sie sich schon auf den Bauch rollen. Ach, wie schön. So, jetzt gibt's was zu mampfen, kleine Maus. Ja, sie ist dann zwar gleich wieder müde, aber ein bisschen Bauchzeit können wir noch verbringen. Konstantin ist zur Arbeit gegangen. So, bringen Sie mal hier hin. Und verbringt mal Bauchzeit. Hey, hallo, wo gehst du hin? Okay, dann macht er das jetzt dort. Oder wie? Nein, macht sie nicht. Sitzen üben können wir machen. Ja, das ist ja cool. Okay, und macht ihr das jetzt oder wie oder was? Jawohl, sehr gut. Ja, und mit diesem wunderbaren Bild werde ich die Folge auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es dreht sich natürlich alles um unsere kleine Rosalinda, das ist klar. Ja gut, aber das ist nun mal so. Bald wird sie groß und wir sollten die Zeit genießen. Ich nehme die nächste Folge gleich noch im Anschluss auf, weil es macht mir gerade so, so viel Spaß, auch wenn meine Stimme immer noch nicht in Ordnung ist. Ich hoffe, ihr stört euch daran nicht. Ja, und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.